diese eine Flasche waren dieser Riesenhaufen Zitronen. Und ihr fragt euch wahrscheinlich gerade, warum frisst ihr so viel Zitronen aus? Also zum einen, weil ich nicht krank werden möchte vom Urlaub und alle um mich herum gefühlt krank sind. Deswegen das zum einen. Zum anderen, wir sind gerade alle irgendwie so ein bisschen im Abnehmen-Modus, also Leo. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann nehme ich halt auch ab. Um wieder auf mein Originalgewicht zu kommen, muss ich 10 Kilo abnehmen. Dann hat er gesagt, okay, das schaffst du nicht in einer Woche. Ich direkt gegoogelt, wie nehme ich 10 Kilo in einer Woche ab? Und dann kam raus die Zitronendiät. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber ganz ehrlich, eine Woche, ich habe nichts zu verlieren, ich mache das jetzt. Also anscheinend sollte man quasi immer Wasser mit Zitrone trinken, weil Zitrone irgendwie die Verdauung anregt oder sowas. Ihr merkt schon, das sind alles sichere Quellen bei mir, ne? Und man sollte nur auf Mehl, Zucker und Salz verzichten. Ja, was eigentlich gefühlt irgendwie in allem Geilen drin ist. Aber ich dachte, hey, eine Woche, ich kann nichts verlieren. Komm, ich ziehe das jetzt mal eine Woche durch und habe deswegen die Zitrone gepresst. Muss aber gleich mal googeln, wie lange eigentlich so frisch gepresste Zitronen haltbar sind. Weil wenn die jetzt nur noch 2 Tage haltbar sind, dann habe ich jetzt umsonst die ganzen Zitronen gepresst. Vielleicht muss ich es einfrieren. Dann muss ich die ganzen... Ich habe hier so riesige Eiswürfelbehälter. Dann mache ich die alle leer und fülle das alles um. Meine erste Mahlzeit für heute. Ich mache jetzt mal ein What I Ate in a Day. Oder ich zeige euch mal die ganze Woche, was ich so esse. Aber wird, kleine Vorwarnung, wird sehr eintönig sein, weil ich habe jetzt mir vorgenommen, einfach so relativ auf das Gleiche zu essen, damit ich ja nicht darüber nachdenke, was ich essen muss. Das ziehe ich jetzt eine Woche durch. Habt ihr diese Runde jetzt schon mal gemacht? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob die was gebracht hat. Anscheinend ist es eine Diät, die keinen Jojo-Effekt hat danach. Aber keine Ahnung. Ich habe nie so richtig eine Diät durchgezogen. Nicht mal eine Saftkur. Bin ich mal gespannt, wie ich das die eine Woche mache. Aber ich habe mir jetzt auch vorgenommen, jeden Tag Sport zu machen. Also Leute, eine Woche vom Urlaub, wir geben hier nochmal richtig Gas. Und das hier ist mein Essen. Ich habe einfach nur so Knäckebrot, was ich aber richtig lecker finde. Also dieses, so ein crunchiges Knäckebrot. Guacamole, was ich schon für die Woche vorbereitet habe. Also ich muss einfach nur noch entnehmen aus der Verpackung. Und Tomaten oben drauf und ein bisschen Balsamico-Creme für einfach fancy. Und dazu mal ein Wasser mit Zitrone. Mhm. Ja, cool. Ich habe 3 Avocados genommen und die zermanscht. Und dann habe ich da einfach nur Pfeffer, Zitronensaft von meinen ausgepressten Zitronen und ein bisschen Knoblauch reingemacht. Schmeckt gut. Tatsächlich fehlt hier auch gar kein Salz. Durch die Zitrone. Tust du schon was? Ja, das ist da beim Esstisch, auf dem Esstischstuhl, wo meine Tasche steht. Weil ich es genommen habe. Richtiger Fail. Ich hab ja dieses Pelletenbike, was ich so gefühlt 3-mal benutzt habe. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, das öfter zu benutzen. Aber jetzt ist mir aufgefallen, da fehlt einfach eine Schraube. Also man kann den Sitz gar nicht hoch machen, weil da diese Schraube fehlt, die diesen Sitz
befestigt. Und kennt ihr das? Ich habe das gesehen. Ich habe diese Schraube gesehen, hatte die in der Hand und dachte mir so, für was ist das? Keine Ahnung, für was das ist. Und jetzt hoffe ich, dass die Vergangenheitskat die nicht weggeworfen hat, weil sie, also ich konnte diese Schraube nicht zuordnen. Ja, scheiße. Sollte wohl nicht sein, dass ich heute Sport mache. Nee, ich habe jetzt hier diese Bänder und versuche jetzt irgendwie so ein Workout zu machen. Ja, aber echt ärgerlich. Oh Mann. Ja, jetzt weiß ich, für was diese Schraube ist. Ich habe mich schon gewundert. Okay, legen wir mal los. Zeit für ein Pelton-Workout. Witze. Boah, ich komme jetzt auf eine Dusche. Boah, ich bin so K.O. Ich bin im Auto, war jetzt gerade die ganze Zeit unterwegs. Und zwar habe ich, boah, es ist zu hell, habe ich heute ein Undershooting. Wir werden heute ein neues Produkt shooten, was ich euch gleich zeigen werde und auch das erste Mal hier zeige. Es geht um Haare. Deswegen habe ich mich heute Morgen fleißig rasiert. Spaß. Ich habe mich einfach nur so rasiert, weil ich schon länger nicht mehr gemacht habe. Und ich finde es einfach schön, wenn dieser Flaum halt einfach weg ist, weil das Make-up sitzt dann besser oder sieht besser aus. Keine Ahnung, vielleicht bilde ich es mir auch noch ein. Auf jeden Fall habe ich das heute Morgen mal gemacht. Und ich bin jetzt gerade beim Studio angekommen und werde gleich reingehen. Ich bin ein bisschen zu spät tatsächlich, deswegen muss ich mich jetzt beeilen. Ich bin jetzt hier ins Studio angekommen. Schau mal, wie schön das Licht hier reinfällt. Und generell, ich finde es so schön. Also wir haben schon mal hier geshootet. Und hier ist auch schon das gute Stück. Und zwar ist es eine Hair Repair Mask. Es geht um die Haare heute. Deswegen, ja, muss ich auf jeden Fall noch meine Haare schön machen. Und ich nehme euch ein bisschen Behind the Scenes mit. So, ich habe jetzt auch geduscht und ich habe jetzt unseren Podcast bearbeitet und schon hochgeladen. Also heute beginnt der Montag fleißig. Bin irgendwie voll stolz auf mich. Ich habe irgendwie so, bin voll happy, dass ich das durchgezogen habe jetzt mit dem Sport. Weil irgendwie voll oft ist es bei mir so, dass ich denke so, oh, ich nehme es mir morgen vor und dann mache ich es eh nicht. Habe ich so 10.000 andere Sachen, die ich dann priorisiere. Aber diesmal habe ich wirklich gesagt, okay, ich priorisiere jetzt erstmal den Sport. Wo es mich dann irgendwie auch ein bisschen gestresst hat, so parallel, als ich auf die Uhr geschaut habe, so, oh mein Gott, ich habe ja nur, sage ich mal, bis 14 Uhr Zeit, um alles zu erledigen. Aber ich kam jetzt eigentlich gut durch. Ich werde jetzt gleich noch Mittagessen machen für mich. Lori ist ja im Kindergarten und dann fahre ich los, sie dann abholen und dann würde ich einfach zu Anna fahren. Dann kann ich halt ihr immer die, ich bringe Anna quasi immer die Dateien, dann kann sie importieren. Sie schneidet hier bei uns die Vlogs und ich schneide die Podcasts. Das ist so unsere Arbeitsteilung. Ich habe einen chilligeren Job eigentlich. Anna muss jetzt jeden Tag einen Vlog schneiden. Und ich nur einmal die Woche einen Podcast. So komisch, mein Make-up ist in letzter Zeit irgendwie so komisch. Wo ich die ganze Zeit das gleiche Make-up benutze. Ich benutze übrigens das MAC Studio Radiance. Ist echt richtig nice. Aber ich glaube, das liegt in meiner Creme. Ein bisschen Make-up, damit ich ein bisschen fresher aussehe. Ich sehe so fertig aus. Und vor allem auch mit meinen Pickeln wieder. Ey, Leute. Das ist ein Auf und Ab, ich sag's euch. So, was ist denn jetzt anders in meinem Körper? Dass ich wieder so Pickel bekomme. Das sind so richtig krass unterirdische Pickel, also richtig schlimme. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich hier anders mache.
Naja, egal, ist nur eine Phase. Bei mir hält die Phase 10 Jahre an. Nee, also in der Zwischenzeit habe ich ja voll gute Haut gehabt. Also während der Schwangerschaft, meine Haut einfach perfekt. Und so 2020, 2021, also ich würde sagen so 2019, 2020, 2021 hatte ich auch richtig gute Haut. Es gab mal eine kurze Phase, wo ich dann wieder schlechte Haut hatte, aber wegen, durch die Schwangerschaft hatte ich wieder gute Haut. Und jetzt ist sie wieder richtig schlecht. Gibt ja zum Glück Make-up. Wie lange braucht ihr eigentlich so für euer tägliches Make-up? Ich würde sagen, ich brauche so 5 Minuten, decke meine Pickel ab, mach dann so ein bisschen, bring wieder so Farbe in mein Gesicht zurück, dass es nicht ganz so farblos aussieht. Also mach Bronzer und Blush, Highlighter. Den Bronzer gebe ich auch auf mein Augenlid. Benutze auch für alle drei Sachen einfach den gleichen Pinsel. Also das hier ist, glaube ich, so wirklich meine Mom-Routine. So, das muss ganz schnell gehen, bevor Lorena sich ausschminken will. Die will sich auch immer schminken. Die will immer das hier. Und dann kratzt sie da eigentlich nur rum. Boah, ich muss meinen Augenbrauen mal wieder zupfen. Hab's einfach schon ewig nicht mehr gemacht. Augenbrauengel. Und dann kommt eigentlich nur noch Wimperntusche and that's it. Ein bisschen Lippenpflege. Das ist so mein Alltagslook. So, tada, das hier ist mein Alltags-Make-up. Also wirklich nichts Besonderes. Aber man sieht ein bisschen fresher aus als ungeschminkt. Ich werde jetzt kurz noch meine Haare föhnen und dann machen wir was zum Mittag. Mein Mittagessen für heute. Einmal ein Quinoa-Feta-Salat. Da habe ich einmal Tomate, Gurke, Paprika, Feta reingemacht mit Zwiebel und Quinoa. Und das habe ich dann einfach nur gewürzt mit Pfeffer, Zitronensaft und Olivenöl. Und es schmeckt echt richtig gut, wirklich. Und dazu trinke ich mein Zitronenwasser. Yummy. So, ich habe jetzt die ganze Zeit mit Laurie gespielt. Jetzt gibt es Abendessen. Heute gibt es ganz normal ABC-Nudeln mit Spaghetti Bolognese. Gerade einfach so eine Fertigpackung gemacht heute. Ja, und für mich gibt es heute Abend meinen Salat, den ich heute Mittag schon gegessen habe. Yummy. Für die Sauerei. Super. Juli und ich haben jetzt einen Parcours aufgebaut. Eliane hat nämlich Spielbesuch. Jetzt erklär mal kurz unseren Parcours. Der erste, ich fange an. Der Parcours hier ist Überlauf. Wir sind halt ein bisschen zu schwer, aber bei den Kindern. Bei den Kindern wird es wahrscheinlich nicht umknicken. Ja. Dann hier drauf. Und dann werde ich der Schwinger sein. Das heißt, ich halte meinen Arm hier. Und die müssen dann schwingen. Und ich drehe mich und dann fliegen die hier drauf. Ja. Dann. Papa. Hier müssen sie dann durchspringen und dann zu guter Letzt haben sie hier noch eine Pistole, Papi. Wo sie dann das Papier abschießen müssen. Super. Okay, ja, jetzt geht's los. Können wir mal bei einer Runde das bitte mal so machen, dass Papi einmal Klamotten rumlegt, Papi. Und wir die Klamotten in diesen Korb reinwerfen müssen. Ne? Erster Tag Zitronendiät. Das ist ein hartes Leben, Leute. Ich fange an zu halluzinieren. Ich zittere. Nee, aber Spaß. Das Ding ist, bei mir ist es nur so, immer wenn ich eine Diät anfange und deswegen hält die ja auch nicht so lange, weil ich dann immer so krass Gelüste habe. Ich habe noch nie so krass Gelüste auf Süßigkeiten wie jetzt. Und vor allem dieser Süßigkeiten-Schrank, der ist voll von geilen Sachen. Alles, was man will.
Und da ist halt auch alles. Also zum Beispiel musste ich die Batterie wechseln für die Fernbedienung. Ich sehe den Süßigkeiten-Schrank. Ich habe Shisha gemacht, Tabak ist da drin. Ich sehe den Süßigkeiten-Schrank. Das ist mein Abendessen. Boah, das ist das Schminken-Chef, das ist verdient. Guck mal, wie schön dieser Käse darunter schmilzt. Lülülülülülü. Auf jeden Fall. Genau, haben wir heute Sandwiches gegessen zu Abend. Eigentlich ist es mehr so Resteverwertung, weil wir ja in Urlaub fliegen bald 3 Wochen und wir versuchen jetzt mal alles im Kühlschrank auf jeden Fall aufzubrauchen. Ja, deswegen hier ein Tomatensalat und 3 Sandwiches mit 2 verschiedenen Soßen. Einmal Cocktailsoße und einmal Yuppie-Soße. Mami, ich will noch ein Biss von Mami. Mami. Welchen Biss? Den Tomatenbiss? Tomatenbiss. Okay, ich lasse dir was übrig. Okay. Spielst du noch ein bisschen Temple Run und dann lasse ich dir einen Biss übrig. Schreibt mal gerne, ob ihr noch Temple Run kennt. Also zu unserer Jugend war das legendär. Also Temple Run, Doodle Jump. Was ist noch? Was war noch ein legendäres Spiel auf dem iPhone? Candy Crush. Ihr könnt gerne mal schreiben, wie, also ob ihr das gerne gespielt habt, ob ihr Team Temple Run, Team Doodle Jump oder Candy Crush wart. Candy Crush war ich leider nicht so drin. Doodle Jump. Doodle Dump. Und dann gab es auch irgendwann Doodle Dump, Doodle Dump, Doodle Jump 2. Das heißt so. Und ich frage mich, gibt es bei Temple Run ein Ende oder ist es einfach endlos? Da muss man vielleicht 3 Tage spielen oder du bist zum Ende. Muss man dann 3 Tage spielen? Ich glaube, das schafft niemand. Ja. Also ich habe noch nie das Level geschafft. Leo und ich haben gerade einen Weihnachtsfilm geschaut und zwar Santa Claus, eine schöne Bescherung. Leo will nur so alte Weihnachtsfilme anschauen, weil er gesagt hat, so, das ist halt der Vibe seiner Kindheit. Ja, und die neuen findet er alle richtig cringe. Ich habe einfach Zoe 102 angefangen. Aber das war richtig schlecht. Aber es halt mit den Original-Schauspielern fand ich irgendwie interessant, dass die dann so Jahre später nochmal so eine Art Fortsetzung rausbringen. Naja, also Leo liegt oben bei Lorena und ist eingeschlafen. Ich werde jetzt die Nachtflasche vorbereiten, wie immer, und eher feschbar. Da gehe ich mich auch schlafen legen. Ich bin so müde, Leute. Heute bin ich richtig müde. So, die Flasche ist vorbereitet. Und ich gehe mich jetzt abschminken und lege mich ins Bett. Also ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und gute Nacht. Wir sehen uns morgen.